Entschuldigung, Sie? Können Sie was fragen? Ja, klar. Worum geht es denn? Ich bin neu hier in Deutschland und ich erlebe zum ersten Mal dieses Fest, das ihr am Ende des Jahres feiert. Wie heißt das noch gleich? Meinst du Weihnachten? Ja, genau. Was feiert ihr da? Also an Weihnachten feiern wir eigentlich die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes. Ist das dieser Mann mit dem roten Anzug, so einer roten Mütze und einem weißen langen Bart? Das hier? Nein, das ist der Weihnachtsmann. Das ist das, was unsere heutige Zeit aus diesem Fest gemacht hat. Es geht kaum noch um Gott oder Jesus, sondern es geht einfach nur darum, dass die Großkonzerne am Ende des Jahres die Gewinne nochmal so richtig nach oben schrauben wollen. Und die Menschen hetzen durch diese Zeit und geben unheimlich viel Geld für Geschenke aus. Und diese Geschichte mit Gottes Sohn, der geboren wurde, was hat's damit auf sich? Wenn du Zeit hast, kann ich sie dir erklären, denn es ist eine etwas längere, aber auch sehr spannende Geschichte, die für jeden von uns wichtig ist. Ja, gerne, setzen wir uns. Um den Zusammenhang zu verstehen, müssen wir einmal zurück an den Anfang, wo alles angefangen hat. Und zwar hat Gott in nur 6 Tagen die Welt geschaffen, mit allem, was wir darauf sehen. Die Sterne, die Planeten, Sonne und Mond, die Tiere im Wasser und auf der Erde, dann die Pflanzen und zum Schluss den Menschen in seinem perfekten Ebenbild. Und er hat den Menschen in einen perfekten Garten hineingesetzt, wo es uns an nichts mangelte und er wollte in einer ewigen Beziehung mit uns leben. Aber warum leben wir nicht mehr in diesem Garten, wenn es dort so perfekt war? Entschuldigung, ich habe gerade gehört, dass ihr über die Erschaffung der Welt redet. Ich glaube, ich könnte deine Frage beantworten. Darf ich? Ja, okay. Der Mensch hat sich gegen Gott gewendet und hat sich der Sünde zugewandt. Und seit diesem Moment wurden wir von Gott getrennt. Der Mensch wollte unabhängig von Gott sein und wählte anstelle von Leben in der Nähe Gottes die Unabhängigkeit. Und seitdem wir uns für die Sünde entschieden haben, geht es mit der Menschheit bergab. Fällt es dir nicht auch schwer, immer das Richtige zu tun und nie die Beherrschung zu verlieren? Ja, das stimmt, aber es gab doch bestimmt auch Menschen, die Gutes getan haben. Ja, natürlich gab es Menschen, die etwas Gutes bewirkt haben, wie Gandhi oder Martin Luther King. Aber diese guten Taten allein reichen uns nicht aus, weil diese Sünde einen Riss zwischen uns und Gott gebracht hat. Nach dem Sündenfall, dem Riss zwischen Gott und Mensch, hat Gott seine Geschichte mit einem ganz besonderen Volk geschrieben, dem Volk Israel. Er hat sie beispielsweise aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, ihnen das vorher versprochene Land geschenkt und vieles mehr. Und aus diesem Volk sollte später der Retter der ganzen Welt kommen. Eben war die Rede von Gottes Sohn, der große Macht hat. War das dieser Retter, von dem du gesprochen hast? Ja, richtig. Das war der versprochene Retter. Wir machen dafür einen großen Sprung von der Erschaffung der Erde über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten viele Jahrhunderte vorwärts. Es ist die Zeit des Römischen Reiches und Israel ist seit vielen Jahren besetzt. In der Stadt Galiläa erscheint einer jungen Frau namens Maria ein Engel Gottes. Ein Engel mit einem weißen Gewand und großen leuchtenden Flügeln? Ja, ein Engel, der Erzengel Gabriel. Wie genau er ausgesehen hat, wissen wir nicht. Was wir allerdings wissen ist, dass seine Erscheinung sehr furchteinflößend gewesen sein muss. Denn er hat Maria gesagt, dass sie sich nicht fürchten soll. Außerdem hat er ihr gesagt, dass sie ein Kind gebären wird, obwohl sie noch unverheiratet ist und Jungfrau ist. Aber als Jungfrau? Nicht nur das ist absolut sensationell, sondern dieses Kind sollte der Sohn Gottes werden. Aber als Jungfrau jetzt ein Kind zu bekommen, das geht doch gar nicht. Nun, für Gott ist nichts unmöglich. Einige Monate... Warte, das ging mir jetzt zu schnell. Entschuldigung, kann ich mal was fragen? Ja klar, worum geht es denn? Können Sie das glauben, dass ein Engel zu einer Frau kommt und ihr sagt, dass sie ein Kind bekommen wird, obwohl sie keinen Mann hat? Und dieses Kind soll noch Gottes Sohn sein? Oh, ihr redet über die Weihnachtsgeschichte. Ja, natürlich glaube ich daran. Das ist wirklich eine ganz besondere und erstaunliche Geschichte, weil es so etwas noch nie gegeben hat. Weder vorher noch nachher. Auch ist Gottes Sohn auf von ihr als Mensch auf die Welt gekommen. Daran merken wir einfach, wie besonders diese Geschichte ist, dass es sich wirklich um Gottes Sohn handeln muss. Außerdem wurde diese Geschichte Jahrhunderte vorher durch mehrere biblische Propheten vorhergesagt. Es ist wirklich unglaublich faszinierend. Lass uns nochmal zur Geschichte zurückkommen.
Einige Monate nachdem der Engel bei Maria war, hat Kaiser Augustus, der Kaiser des Römischen Reiches, eine Volkszählung angeordnet. Und jeder Bürger seines Reiches musste in den Ort zurückkehren, an dem er geboren war. Maria und Josef mussten sich also auf den Weg machen nach Bethlehem. Aber wer ist denn jetzt Josef? Ich dachte, sie wäre alleine. Josef war ihr Verlobter, aber verheiratet waren sie noch nicht. Und um dem Befehl des Kaisers gerecht zu werden, mussten sie nun von Nazareth nach Bethlehem reisen. Und das sind circa 150 Kilometer, die die hochschwangere Maria natürlich nicht zu Fuß gehen konnte. Also hat Josef ihr einen Esel beschafft, auf dem sie reiten konnte. Aber wenn alle in ihre Geburtsstätte zurück mussten, dann war doch bestimmt viel los auf den Straßen und in den Städten. Oh ja, in Bethlehem war es so voll, dass Maria und Josef keine Herberge gefunden haben. Und jetzt wird es noch verrückter. Wir haben eben gehört, dass Gottes Sohn geboren wurde. Aber wo ist er denn zur Welt gekommen? Maria und Josef haben doch keine Herberge gefunden. Ja, das stimmt. Es gab keinen Platz mehr in den Herbergen. Aber jemand aus Bethlehem konnte sie in einem Stall unterbringen, bei den Schafen, Ziegen und Kühen. Du willst mir also erzählen, dass der Sohn Gottes in einem Stall geboren ist? In einem Stall? Also das kann ich nicht glauben. Wenn ich mir vorstellen sollte, dass der Sohn Gottes geboren wird, dann nur in einem Palast oder in einem Tempel, aber doch nicht in einem Stall. Ja, das ist wohl wahr. Aber Gott ist anders als wir Menschen. Und trotzdem wurde Jesus einer von uns. Maria hat Jesus dann geboren, in Windeln gewickelt und in die Futterkrippe gelegt. Und das Ganze muss nachts passiert sein, denn um dieselbe Zeit waren einige Hirten auf dem Feld und hüteten die Schafe. Lass mich raten, jetzt kommen wieder die Engel, oder? Ja, richtig. Auch der Engel ist zu den Hirten gekommen und hat ihnen auch gesagt, dass sie sich nicht fürchten sollten und dass in Bethlehem der Retter der ganzen Welt geboren wird. Diese Nachricht sollte die ganze Welt mit Freude erfüllen. Und das Zeichen, das den Hirten gegeben worden war, ist, dass Jesus in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal kam eine unzählbar große Schar von Engeln, die Gott anbeteten und lobten. Und die Hirten waren natürlich komplett überrumpelt und machten sich sofort auf den Weg nach Bethlehem, um es mit eigenen Augen zu sehen. Also waren die Hirten die ersten Menschen, die Gottes Sohn, den Retter, gesehen haben? Ja, das stimmt. Entschuldigung, ich habe Ihnen zugehört. Dürfte auf Ihre Frage antworten? Gott ist es nur einmal nicht wichtig, dass er in großem Reichtum hier auf der Erde lebt. Gott ist gekommen, um uns zu retten. Und im Rahmen dieser Geschichte haben einige Zeit später einige Sterndeuter aus einem fernen Land ebenfalls ein Zeichen bekommen. Durch einen Stern wurde ihnen mitgeteilt, dass in Israel ein neuer König geboren wird. Sie machten sich sofort auf den Weg nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels, in der auch der König Herodes lebte. Denn sie dachten, ähnlich wie du auch, dass Jesus, ein König, in einem Palast geboren wird. Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Ja, aber das denkt doch eigentlich jeder normale Mensch. Ja, und da hast du ja auch irgendwo recht. Aber wie bereits gesagt, Gott ist anders. Wenig später bekam Herodes die Information, dass der neue König in Bethlehem geboren werden würde. Und daraufhin machten sich auch die Sterndeuter auf nach Bethlehem, um Jesus dann mit Gold, Weihrauch und Myrrhe zu beschenken. Sehr wertvolle Geschenke zur damaligen Zeit. In der Tat hat Jesus, weil er Gottes Sohn ist, ein Leben völlig ohne Sünde geführt. Er wuchs wie ein normales Kind heran und begann mit circa 30 Jahren in Erscheinung zu treten. Er zog mit einigen seiner Nachfolgern, seinen Jüngern, durch das Land, machte Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hörend und tat viele Wunder, die gezeigt haben, dass er wirklich der von den Propheten versprochene Retter ist. Und er nahm eine zentrale Rolle in der Menschheit ein und gab jedem Menschen, der an ihn glaubte, einen wahren Sinn im Leben. Ein Sinn, der sogar Ewigkeitsperspektive hat. Seine Popularität in der Gesellschaft nahm auch zu, sodass auch die religiösen Führer, die Schriftgelehrten und Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden. Und er war ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollten ihn beseitigen, nahmen ihn fest, klagten ihn fälschlich an, ließen ihn auspeitschen und letztlich sogar kreuzigen. Und bei alledem hat sich Jesus nicht einmal gewehrt. Als Jesus dann am Kreuz hing,
wurde er verspottet von den Schaulustigen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Römer und andere, lachten ihn aus, spuckten ihn an. Und Jesus starb und nahm damit die Sünden der ganzen Welt auf sich. Der Leichnam wurde dann am Ende des Tages von seinen Jüngern vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab begraben. Vor dieses Grab wurde ein gewaltiger Stein gerollt und es wurde von Soldaten bewacht. Aber das alles hat nichts gebracht. Denn 3 Tage nach Jesu Tod ist er von den Toten auferstanden. Er lebt, wie es die Propheten Jahrhunderte vorher prophezeit haben. Und seitdem hat sich die Welt für immer verändert. Er hat den Tod besiegt. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist er dann mit seinen Jüngern an einen Ort gegangen und ist vor ihren Augen in den Himmel aufgestiegen, zurück in seine Herrlichkeit. Und während seine Jünger ihm nachschauten, kamen 2 Engel, die ihn versicherten, dass Jesus genauso wiederkommen würde, wie sie ihn hatten zum Himmel auffahren sehen. Aber warum würde Jesus so etwas tun? Warum würde Jesus die Herrlichkeit im Himmel verlassen, um auf diesem Planeten in einem Stall geboren zu werden, heimatlos durchs Land zu ziehen, letztlich ausgepeitscht und gekreuzigt zu werden? Hast du darauf eine logische Antwort? Dann halt dich fest. Denn das tat Jesus für dich, für mich, für alle Menschen. Gott ist absolut gerecht. Und Gott ist die absolute Liebe. Merkst du, wie sich diese beiden Punkte etwas ausgrenzen und ein kleines Ungleich und eine Ungleichheit entstehen kann? Wäre Gott nur gerecht, müsse er jeden Menschen bestrafen, egal was sie in ihrem Leben getan haben, denn in uns allen ist ja das Böse. Und wäre Gott nur Liebe, müsse er jeden Menschen freisprechen, denn es ist ja dann egal, was wir getan haben. Wie kann man jetzt einen Schnittpunkt zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe finden? Und jetzt kommt Gottes genialer Plan ins Spiel. Jesus Christus war der Einzige, der ein völlig gerechtes Leben geführt hat und damit in der Lage war, die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Er starb an unserer Stelle, damit wir von unserer Sünde befreit werden und wieder in eine Beziehung zu ihm kommen können, im Diesseits, aber auch in einem ewigen Jenseits. Und als Jesus sich bei der Himmelfahrt von seinen Jüngern verabschiedete, gab er ihnen noch ein Versprechen. Er würde wiederkommen und seine Jünger, seine Freunde, seine Nachfolger zu sich in den Himmel holen. Die Geschichte ist also noch lange nicht vorbei. Und was bedeutet das jetzt? Werden also trotzdem alle Menschen gerettet, wenn Jesus für die Schuld bezahlt hat? Werden also doch die Errettung aller Bösewichte der Weltgeschichte? Erinnerst du dich noch an den Garten Eden? An das perfekte Paradies, in das Gott den Menschen hineinsetzte? Nun, eine Besonderheit dieses Gartens war die freie Entscheidungskraft des Menschen. Und die gibt es bis heute noch. Gott zwingt uns nicht in eine Vater-Kind-Beziehung mit ihm, sondern er lädt uns dazu ein. Es ist wie ein Geschenk, das er uns reicht. Ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen. Die wichtige Frage ist doch, wie wirst du mit diesem Geschenk umgehen? Das ist die wichtigste Frage, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben zu treffen hast. Das ist Weihnachten.